Na, das könnte doch mal ein dicker Brocken werden, oder? Schön entspannt hier mit Ultralight an der Achthuber. Hier sollen ja Weißlachse reinballern. Und ob das jetzt einer ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich hier hinbegeben an diese Stelle, baller hier gerade den Köder rein, schön auf UL, 9 Kilo schwer, also echt leicht bin ich hier unterwegs. Und was heißt es jetzt für mich? Jetzt heißt es für mich hoffen, ob ich den Brocken überhaupt gelenkt kriege. Hängt der irgendwo fest? Kriege ich diesen Fisch überhaupt irgendwie gesteuert? Er ist hart reingeballert. Beim Auswerfen oder kurz nach dem Auswerfen 2 Umdrehungen gemacht, zack. Und seitdem zieht er übelst ab. Ich muss mal eben gucken, wo ich hier überhaupt bin. Okay, er hängt wahrscheinlich hinter diesem Schniepi da vorne. Er hängt hinter diesem Schniepi. Denn jede Kurbelung, jede Drehung. Jawohl, jetzt kommt er wieder. Jawohl. Ganz, ganz, ganz krasser Scheiß. Ganz, ganz krasser Scheiß. Ich stehe hier den ganzen Tag eigentlich schon. Also seit den Vormittagsstunden und habe hier verschiedenste Köder durchgetestet. Alles so im Bereich, also klein, 4 Gramm bis 6 Gramm ungefähr und habe hier alles reingeballert, was kupferfarben ist. Und das ganze Kupferfarbene scheint gerade echt gut zu funktionieren. Es sind viele Rapfen hier reingeballert. Ich überlege auch schon die ganze Zeit hier die Challenge, die Qualifikationschallenge zu machen. Fange eine Rapfen-Trophy vom Land aus mit dem Blinker. Das wäre ja auch der Oberhammer. Ich glaube, er lässt langsam nach. Ja. Alter. Krass. Wenn ich mir überlege, dass hier auf den Köder schon über 20 Kilo, kann das sein? 15 bis 20 Kilo Weißlachse reingeballert sind. Alter Falter, ey. Mit was für einem Set soll man die bremsen? Auf Ultralight. Auf Ultralight, das kommt ja dazu. Ei, ei, ei. Aber er kommt ran. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht echt gut aus. Ist es der erste Weißlachs jetzt hier des Tages? Bäm, es ist der erste Weißlachs des Tages. Geiles Ding. Hatte ich ewig nicht mehr. Ich bin auch fast nie auf Weißlachs. Weder auf Grund noch auf mit Spinning. Aber das ist doch ein richtig schickes Teil, Alter. Nice. Sehr, sehr nice. Geile Färbung. Schmeckt das Ding, Alter. So, direkt wieder raus. Gleiche Stelle. Auswerfen. Und dann kleine Umdrehung machen. Bisschen warten. Bisschen drehen. Mehr habe ich nicht gemacht. Das war der erste. Das war der erste Auswurf gerade auf Ultralight mit dem Köder. Und es hat direkt reingeballert. Jetzt haben wir hier unten Grundberührung stehen. Sehr gut. Das heißt, ich komme quasi in den Jig ja jetzt hier rein. Und ich jig das Ding jetzt hier einfach mal durch. Ich bin übelst gespannt. 5 Kilo geht schon so sehr ab. Ich frage mich tatsächlich, wie man mit so einem Ultralight-Set, jetzt ohne Boot auch, also vom Land aus, wie man so ein Dingen auf Ultralight reinzieht. Nach da vorne hin ist offen. Links neben mir ist auch relativ offen. Wir stehen hier auf der Insel. Das wird tricky, ey. Ich habe es allerdings auch anfangs schon probiert mit deutlich größerem Setup. Und da ist halt bisher eben nichts reingegangen. Können ja mal eben, komm, ich mache nochmal eine Drehung und dann gucken wir mal kurz in den Kescher. Genau. Also, Rapfen, Rapfen, Rapfen. Ich habe hier ziemlich viele Köder auch einfach durchgetestet. Zum Teil sind eben auch nur Sieglinge oder eben Barsche reingegangen. Viel probiert, viel kleine probiert. Man sieht es auch an der Größe der Rapfen. Also es ist auch eben viel Kleinkram reingegangen. Dass dann hier natürlich der Weißlachs eben auch zwischendurch auf solche Dinger reingeht, auf solche kleinen, ist natürlich der Hammer. Gucken wir mal kurz in die wöchentlichen Rekorde rein. Ultralight wöchentlich, so. Und dann gehen wir mal hier runter auf den Weißlachs. Der war ja zuletzt immer wieder, ja guck dir das an, der war ja zuletzt immer wieder auch ganz gut auf Ultralight zu fangen oder Light, beziehungsweise allgemein Spinning. Und das ist ja wohl der Hammer.
Das ist doch echt der Hammer. Wahrscheinlich müsste ich mir einfach hinsetzen mit dem Boot oder was. Und ich fahre hier vielleicht am besten mit dem Boot einfach lang, damit ich überhaupt eine Chance habe, so einen Brocken hinterherzukommen und zu drillen. Das wird doch nichts hier mit dem neuen Kilo-Setup, oder? Das ist aber zu heftig, ey. Das ist zu heftig. Also nochmal von der Position her, 8 Huber. Hier unten, was haben wir da für eine Koordinaten? F7 an dem Schniepi und dann hier dieser vordere Bereich quasi die Ausläufer vom 6-Meter-Loch. Ich denke, ich habe das Boot ja hier noch liegen. Ich denke, ich werde nachher mal ein bisschen rumprobieren. Einfach hier das gesamte 6-Meter-Loch rauf und runter tuckern, ganz entspannt mit diesem Köder drauf, beziehungsweise auch mit ähnlichem Köder, denn auch die anderen in der Farbe scheinen zu funktionieren und sind auch immer wieder drin. Gucken wir mal eben. Zum Beispiel, gucken wir nochmal eben bei den Blinkern. Alter, hoffentlich gibt es bald eine Suchfunktion. Eine bessere, oder? Das hier wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann diesen hier mit 4 Gramm, den nehmen wir jetzt auch nochmal. Den habe ich auch gerade nochmal extra mit einem besseren Haken ausgestattet. Zack. Und dann testen, ob nicht das auch gut funktioniert. Ja, das ist geil. Ich freue mich jetzt schon. Also selbst dieser eine ist für mich schon mega gut. Alles erreicht. Ich habe meinen Weißlachs. Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. OMG. Es ist so geil. Alter. Oh, wie krass. Tagsüber übrigens deutlich weniger, auch allgemein von der Action. Oh. Mega gut, ey. Oh, der hat Bock. Oh, der hat Bock. Oh, der hat Bock. Keine Scheiße. Keine Chance, den irgendwie aufzuhalten. Sehr, sehr, sehr geil. Ach, wie krass, ey. Ja, das wär's, ey. Endlich meine Weißlachs-Trophy abschließen und dann am besten noch auf Spinning und nicht auf dieses räudige Köderfischangeln. Vorher stundenlang Lauben stippen und dann auch noch hier hinhocken. Und dann werden die ganzen Lauben immer weggefressen von irgendwelchen Zandern oder sowas. Das ist doch mal richtig gut, ey. Das wär's. Wenn das klappt. Also, dann werden das jetzt hier schon gleich 2 Köder. Oh, jetzt kommt er hier sogar zu mir geschwommen. 2 Köder, die funktionieren. Komm mal ein bisschen hoch, Alten. Aber auch der nicht ganz so groß. Sonst wäre er natürlich noch mehr weg. Ja, da ist er tatsächlich. App. Der nächste Weißlachs. Jawollo. Schmeckt. 3, ich habe echt ein bisschen Schiss. Ohne Scheiß. Ich nehme das Ding nochmal runter. Ich gehe auf, das ist übertrieben, ich gehe mal auf die Wechsler, 15 Kilo, Schnur gehe ich aber dünner ran, ich gehe auf 12 Kilo Schnur und jetzt nehme ich die gleichen Köder nochmal, die gleichen Köder, den jetzt von gerade eben, wo sind die ollen Blinker, oder den hier, Typ, werfen wir einfach mal aus und testen, zack, so weit war ich ja auch ungefähr gerade mit dem Ultralight. Machen wir auch nicht ganz so schnell. Leichte Umdrehung. Bremse runter. Und gucken, was geht. Wobei die Rolle ist sehr langsam. Da kurbel ich dann doch mal ein bisschen schneller. Genau, Grundberührung. Und jetzt in den Jig kommen. Und ich bin im Jig. Ja, das wäre natürlich der Hammer. Zumindest dann ein bisschen mehr Bremskraft, ein bisschen mehr Tragfähigkeit. Mir kommt es ja wirklich nicht darauf an, dass ich hier irgendwelche Ultralight-Rekorde mache. Ich will einfach nur die leichten kleinen Köder auswerfen. Ich hatte auch die ganze Zeit rumprobiert mit Spirulino wieder. Habe ich auch den ganzen Tag über rumprobiert, auch mit dem Sinkenden und sowas. Das ist aber alles anscheinend nicht, ja, nicht triggernd genug. Also Spirulino hat leider kein gutes Ergebnis gebracht. Von daher muss man hier wirklich mit der normalen Grundmontage, mit der normalen Kunstködermontage ran, damit man eben auch den Köder dann über Grund werfen kann oder ziehen kann, führen kann. Sonst bringt das anscheinend nichts.
Also eher weiter unten. Und dann in den Jig rein. Wäre halt richtig geil, wenn das eben auch mit anderen Routen geht. Oder ich verwende tatsächlich auch nochmal etwas größere Köder. Aber dann auch nur geringfügig größer. Sagen wir mal so im Bereich von 5, 6 Gramm vielleicht noch. Und mehr dann auch nicht. Auch so Kupferfarben. Muss ich gleich echt mal gucken, ob es da noch was in der Art gibt. Pah. Also ich bin jetzt schon komplett zufrieden. Schön Weißlachs. Ich sehe mich schon mit der Weißlachs-Trophy hier im Spinning. Das wäre doch der Hammer. Endlich diesen Fisch abgeschlossen. Wenn man doch so eine Stelle hat, wo es funktioniert und man muss nicht extra hier sich auf Kunstköder, auf Lebendköder da einlassen, sondern kann das eben mit den Kunstködern machen, dann sollte man das auch machen. Also, das nur ein kurzer Einblick hier in die Position. Spot gerade aktuell aus dem VK, da gerade noch gesehen. Habe ich mir gedacht, geil, Alter, 8 Uhr war ich eh gerade. Gehst du mal dahin, wenn man schon mal hier ist, direkt sowas auch mal testen. Petri, ihr Lümmels, gönnt euch eure Trophy. Ich hoffe es, ich hoffe auch auf meine. Bis zum nächsten Mal oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr.